geradezu märchenhaften Geschichte. Die TG Rüsselsheim ist in der letzten Saison aus der zweiten in die erste Volleyball-Bundesliga aufgestiegen und man will den Volleyballsport auch im kompletten Rhein-Main-Gebiet attraktiver, bekannter machen. Also man hat sich einfach umbenannt in United Volleys Rhein-Main und der Verein, er funktioniert, ist nach dem vierten Spieltag schon auf Tabellenplatz 1 der ersten Liga. Heute geht's weiter mit dem Heimspiel gegen den TV Bühl und Sven Litzenberg, vielleicht ja auch mit dem nächsten Teil dieser märchenhaften Geschichte. Ja, und zu einem guten Märchen gehört Wachküssen oder besser Wachtrommeln. Das Rhein-Main-Gebiet soll frisch gemacht werden für richtig hochklassigen Volleyballsport. Das ist Jay Smash, das neue Maskottchen. Ein Auge, zwei Hörner, drei Zähne und wartet hier auf den vierten Sieg im fünften Spiel. Das wäre der Idealfall. Gastgeber in Blau von links nach rechts und das Team, der Gegner, der hier zum ersten Mal jubelt, der kommt aus Bühl. Bühl liegt im Schwarzwald, ungefähr 180 Kilometer entfernt von Frankfurt. Ganz wichtig, so eine Spieleröffnung, und da holt der Gast den ersten Punkt. Also gleich mal eine Herausforderung für die United Volleys. Aufschlag vom Gast und dann der Libero mit der Abwehraktion. Intelligenter Lob hier von Christian Dünnes, dem Kapitän, Nationalspieler. Ein ganz neu zusammengestellter Kader hier, der erstmal gegen den Abstieg kämpfen soll und dann an die Playoffs denken. Das ist der Masterplan. Das Team im Durchschnitt 22 Jahre jung, der Gegner nur ein Jahr älter im Schnitt, also 23. Aber das ist hier keine Zeit und kein Platz für Jugendforscht. Hier muss gleich zur Sache gegangen werden. Es ist Bundesliga, Volleyball-Bundesliga. Und der Auftakt sehr eng. Wieder ein Punkt für die Gäste. Das ist Paul Buchecker, österreichischer Nationalspieler. 2,04 Meter ist der Kerl lang und er hat starke Aufschläge. Aber die Antwort der Volleys kommt. Klarer Fall von Dengste, dieser Versuch nämlich knapp im Aus und deswegen 1:3. Jetzt den Gegner bloß nicht frühzeitig entfleuchen lassen. Das ist wieder der Mann mit dem Hammeraufschlag, Paul Buchecker. Haben es gehört, im Netz und trotzdem noch drüber. Und der ist richtig gut gesetzt, 2:3. Klobuchar, der Außenangreifer. Mit Glück wäre da wahrscheinlich auf die Linie gegangen, aber so ist es noch besser. Und jetzt die Chance zum Ausgleich, zum 3:3. Dieser Ball zu lang, 3:3, alles wieder im Lot für die United Volleys Rhein-Main. Erstmal Auszeit, Michael Warm, Ansprache vom Trainer, Deutsch und Englisch, hören Sie mal rein. Also man kann es auch Denglisch nennen. Warum macht er das? Weil die ganz jungen Spieler sofort internationalisiert werden sollen. Die sollen gleich wissen, wie im Volleyball der Hase läuft. Nächster Aufschlag. Und das ist schon das 19:16 durch Jan Zimmermann. Den besten Aufschläger der Bundesliga. Schauen Sie mal, wie viel Urgewalt und wie viel Timing in diesem Ball steckt. Ein Ass. Und dann will er nachlegen zum 20:16. Jan Zimmermann. Konzentrationsphase sehr lang, Sprung sehr hoch. Wieder sehr gut getimt, auch der ist nicht zu verteidigen. 20:16 im ersten Satz. Kurz danach, wenn die Zuschauer richtig Spaß haben an der Vorstellung ihrer Mannschaft, Satzball. Kontrolliertes Spiel und dann der Überraschungsmoment. 25:20. Nach 25 Minuten steht es 1:0. Tolle Finte hier. Damit hat der Block nicht gerechnet. Blocktaktisch stehen wir alle da, wo wir sein sollen. Damit hat er sehr recht. Aber Aufschlag, alte Geschichte, du weißt, worum es geht. Ja, es geht darum, das Risiko zu minimieren und nicht zu weit die Bälle zu schlagen. Wieder toller Ball. Und nochmal gut verteidigt, den Ball noch gerettet. Trainer Michael Warm liebt solche langen Ballwechsel. Emotional sind die wichtig für das Team unter einer Bedingung. Du musst am Ende auch den Punkt machen. Und das schaffen sie.
3:3 im zweiten Satz. Richtig großer Volleyballsport. Wunderschön anzuschauen. Die Kulisse ist da. Und dann dieses herrliche Timing von Klobuchar. Die Urgewalt wieder zu spüren von Lukas Bauer unter anderem. Und dann dieser Block zum 16:15. Sie sind in Führung im zweiten Satz. Und Bauer, Spitzname Balu der Bär, der langt hin. Und der hat die Bärenkräfte, um hier den Punkt zu setzen. Klasse Block, keine Chance für die Gäste. Volleyball ist eine Sportart mit vielen Gefühlswallungen. Alle paar Sekunden entweder ein Punkt, also ein Glücksgefühl, oder eben eine Enttäuschung. Das macht diesen Sport so interessant. Das ist der Satzball für die Gäste beim Stande von 1:0. 23:25. Vom Netz wollten sie eigentlich den Gegner weghalten. Jetzt steht es 1:1 nach Sätzen. Und Michael Warm muss Aufbauarbeit leisten nach diesem verschenkten Satz. Auch beim 17-jährigen Tobias Krick. Da fallen auch tröstende Worte. Der macht seine Sache richtig gut. Dritter Satz. Jan Zimmermann zum 25:15. Überragend seine Aufschläge. Und damit geht der Gastgeber wieder in Führung. 2:1. Auf geht's, go, go, go für den vierten und vielleicht entscheidenden Satz. Jetzt brodelt es hier in der Halle. 21:14 steht es für die Hausherren. Und das ist das 22:14. Nur noch 2 Punkte zum Matchball für die United Volleys. Nochmal Klobuchar. Auch der Block sitzt. 23:14. Nur noch 2 Punkte zum Sieg für den Überraschungstabellenführer der Volleyball-Bundesliga. Nochmal Jan Klobuchar. Netz egal. Der Ball ist weiter heiß, aber dann wehrt sich Bühl. Nur noch 23:15. Das heißt, Aufschlag beim Gegner. Und der kommt mit aller Wucht. Der Libero steckt die Hände rein. Gut reagiert von Florian Ringseis. Und dann haben sie Matchball. 24:15. Die Ruhe bewahrt, gut auf den Außenangriff gestellt. Und der Block ist dann zwecklos. Bauer beim Aufschlag, bei der Angabe. Lukas Bauer. Was der kann, haben wir schon gesehen. Diesmal mit viel Gefühl. Und Bühl wehrt sich, will sich hier noch nicht in die Niederlage fügen. Kommt noch mal heran. 24:16. Aber natürlich noch reichlich Matchbälle für die United Volleys. Der nächste Aufschlag muss verteidigt werden und dann vielleicht gewinnbringend zum entscheidenden Punkt gewandelt. Gute Ballkontrolle, intelligenter Heber, aber immer noch ist die Sache ganz heiß. Und es entwickelt sich nochmal ein ganz spannender Ballwechsel. Werbung für den Volleyballsport. Bühl will einfach nicht aufgeben und sie suchen hier die Entscheidung. Die Männer von den United Volleys und hier fällt sie. 25:16, 3:1 Sätze. Vierter Sieg im fünften Spiel. Das ist wirklich beeindruckend, was die United Volleys hier abliefern. Und alle befinden sich ab sofort im Spaßkarussell der Volleyball-Bundesliga.
Ja, vielen Dank, Sven Litzenberg, und Glückwunsch an die United Volleys Rhein-Main, die ja nach wie vor von ganz oben von der Tabellenspitze grüßen. Und ich darf Ihnen noch sagen, dass es den nächsten Sport bei uns im HR-Fernsehen morgen in der Hessenschau ab 19.30 Uhr gibt. Dann wieder aus dieser Halle mit Basketball Frankfurt gegen den deutschen Meister aus Bamberg. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Samstagabend und tschüss aus Frankfurt.